Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich bin der Eddie und wir machen also erstmal ein bisschen Licht. Wir haben einen Keller gefunden. Hier sind wir reingekommen. Ich wollte gerade sagen, die Tür ist aber komisch, aber das war ja so ein schräger. Kann man hier? Nee, schade. Also nichts funktioniert. Niemand hat hier irgendwie Notstromaggregat oder sonst irgend sowas. Können wir das Licht löschen? Sehen wir noch genug dann? Ah, schwer, schwer. Ein Kühlschrank. Ein Gefrierschrank. Wie nice. Ich mache Licht. Sehen wir mehr. Also wir haben hier Essen. Mehrere Sachen Essen. Jetzt lasse ich mal da. Das Essen. Das nehme ich mal raus und das auch. Und eine Energieriegel nehme ich auch raus. Dann machen wir folgendes. Wie ist denn das mit dem Kühlschrank? Eine Gipfelbrause. Kümmere ich. Achso, das war jetzt natürlich. Hallo? Wir packen diese Gipfelbrause wieder in den Gefrierschrank. Träumer. Ich packe mal hier ein bisschen was in den, Kühlschrank. Warum nicht? Kühlschrank ist doch gut, oder? Tomatensuppe. Das wäre das nicht schlecht, wenn wir das. Eine Zeitung. Alter Vater, hier haben wir Erste Hilfe, Näset. Ich lasse das alles mal da. Plastikbehälter, schauen wir rein. Das nehmen wir mit. Eine Wasserflasche. Eine Daunenweste. Und die Daunenweste. Die lege ich mal ab. Eine Flare, die lassen wir da liegen. This stuff will come in handy. Tragen. Achso, die will ich eigentlich nicht tragen. Kann ich die nicht? Ich hätte die gerne abgelegt. Und da. Wollte ich nicht ablegen. Habe ich jetzt da einen Denkfehler? Achso, ich war nicht. Ich habe nicht drauf geklickt. Ich habe nur den Haken gesehen und gedacht. Gut. Ich wollte die nämlich mal woanders hinlegen. Die Socken brauche ich auch nicht. Ein Buch. Was ist denn das für ein Buch? Hieraus könntest du irgendwann etwas lernen. Verbrennen kann ich das. Ich lasse es da. Ist zu schwer. Kiste, die könnte man zerlegen. Zocken. Dünner Wollpullover. Ne, Waschmaschine. I could use this. Pass auf. Diese Bomboll-Socken. Lege ich da ab. So. Trockner, was ist da drin? Nix, sehr gut. Sonst hätten wir jetzt noch einen Trumm Wäsche. Also hier haben wir jedenfalls. Kisten, Kisten, Kisten. Und das hier ist das ein Ofen. Können wir leider nicht benutzen. Wir hätten Holz hier am Start. Was ist denn im Gefrierschrank? Nichts? Nichts ist aber nicht viel.
Also wir können hier drinnen jetzt kein... Haben wir eigentlich noch irgendwie Brennstoff am Start? Also wir haben keinen solchen großen Prügel mehr. Wir müssen irgendwas ablegen, jedenfalls. Wir sind viel zu schwer. Wir könnten das Zeug hier zum Trocknen ablegen, alles. Das machen wir mal. Hier ist noch ein Stoff. Karton. Kommt Zunde dabei raus. Aber ich würde vorschlagen, wir legen mal die Rehhaut dahin. I'm gonna need to rest soon. Und das auch. Dann packen wir hier ein Stück daneben. Frischer Darm. Auch frischer Darm. Muss man trocknen. Noch mehr frischen Darm. Dann haben wir noch Karnickel. Das ist kürzlich zerlegt. Also, da lassen. So. Wir müssen uns nur irgendwie merken, dass wir da Zeug abgelegt haben im Keller. An diesem Ort. Wir müssen das einfach ablegen, das Zeug. Das hilft alles nichts. Grüne Birkenschößling. Die müssen wir auch... Legen wir hierher. Ablegen. Die müssen auch alle trocknen. Diese Bücher. Reicht es eigentlich da beim Eins lesen oder müssen wir alle lesen? Die schauen doch alle gleich aus. Das hier ist. Ach, da ist ein Metallbehälter. Could end up being useful. Aha. Ich brauche mal kurz. Kurz Licht, um mal hier so von der unteren Ebene meinen Blick schweifen zu lassen. Hier war noch diese Zeitung. Aber sonst liegt jetzt hier unten nichts mehr, oder? Also, dann würde ich doch sagen, wir haben jetzt hier ein Stück gefunden, einen Kalender gefunden. Dann machen wir mal kurz ein Foto. Und dann würde ich vorschlagen, wir löschen unser Licht und verlassen den Kalender. Da ist ja noch ein Gebäude. Da gucken wir auch mal ein bisschen, ob wir da noch was finden. Geht schon los. Wir haben einen Metallbehälter, einen Energieriegel. Wir haben Holz. Schau mal her. Aber was wir nicht haben, ist ein Ofen. Nicht hier jedenfalls, obwohl es hier einen Kamin gibt. Aber irgendwie konnte man da unten... Da liegt was. Eine tote Leiche. Ich bin ausgelaugt. Also wir müssen unbedingt irgendwie... Das können wir aber im Keller machen. Wir müssen Schlaf kriegen. Das nehmen wir mit. Den Angelhaken nehmen wir mit. Nehmen wir die Brechstange mit. Das Tannenholz. Schnappen wir uns. Das nehmen wir auch mit. Schade.
hier. Der hat keinen Keller. Der Nachbar hier. Hier liegt noch mehr so Zeug rum. Erste Hilfe. Wasser. Aufbereitungstabletten. So, wir schauen mal kurz über die Kante hier. Ohne abzustürzen am besten. Dass ich mal so ein klein bisschen Blick kriege. Minus 5 Grad. Okay. Dann verkrümmeln wir uns wieder in unseren Keller, legen wir noch ein bisschen Sachen ab. Und dann ruhen wir uns ein bisschen aus, würde ich sagen. Schade ist, dass wir hier nicht, dass wir kein Feuer machen können. Das ist schade. Also schon reingeguckt. Okay. Leider haben wir hier kein schnuckeliges Bett oder irgendwas. Wo ist denn eigentlich? Komm, lass mir Licht. Lass mich Licht machen. Was ist das? Ach, das ist die Lüftung. Ziemlich modern eigentlich. Allerdings, ich schaue gerade so ein bisschen blöd, weil ich den Ding suche, den Kamin. Aber der scheint nur oben gewesen zu sein. Das heißt, der ging nicht bis hier runter in den Keller. Es war also nicht vorgesehen, hier unten im Keller irgendwie zu heizen und die Wärme nach oben zu transportieren und irgendwie zu verteilen, sondern die Heizung war ein Stock oben, weil sonst müsste ja hier irgendwo der Kamin sein. Forschung bereits abgeschlossen. Okay, das Ding hier können wir noch erforschen. Kadaver zerlegen. Ich forsche da mal 2 Stunden. Wir sind ausgelaugt. So, zurück. Ich penne erstmal eine Runde. Genau hier am besten. Und wir haben noch 2 Stunden Tageslicht übrig. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Schließen. Ich guck mal kurz was anderes. Wir sind durstig und hungrig. Wir machen mal Folgendes zuerst. Ich hau mir mal den Energieriegel rein. Da hauen wir noch einen zweiten rein. Einen ganzen Schwung Wasser hinterher. So. Jetzt sind wir mal. Ja? Und schon werden wir mal hier pennen. Dann ist wieder Tag. Hoffe ich. Stunden Dunkelheit übrig. Ich kann nicht mehr schlafen, sehr wahrscheinlich, weil ich müde bin. Schon ausgeschlafen habe. Ein bisschen trocken den Mund. Aber ausgeruht. Pass mal auf, wir schlafen noch 2 Stunden. Geht das? Tatsächlich.
Den Schlafsack heben wir auf. Wir sind ein bisschen durstig, Hunger haben wir auch ein wenig. Aber das soll uns jetzt nicht groß hindern. Wir trinken was. Und zwar Wasser in dem Fall. Und wir sind wieder deutlich überladen. Ich würde gerne das Gewehr natürlich irgendwann loswerden. Es ist einfach zu schwer. Wie viel von diesem Brecheisen haben wir eigentlich? Na, zerlegen würde ich das nicht. Ich habe das dumme Gefühl, wenn wir hier ein Brecheisen finden, dass wir das auch für irgendwas brauchen dann noch. Was wir weglegen können, ist das Ding hier. Ich kann mir jetzt einfach nicht merken, was ich alles hier rumliegen habe. Überall. Ich habe 62 von diesen Hagebutten. Brauchen wir natürlich auch nicht so viele. Das Buch könnte noch ein bisschen Forschung betreiben. Weil irgendwann müssen wir die mal komplett erforschen. Ich habe 3 Stunden erforscht von 10. Wenn ich das immer mache. Ach komm. Irgendwann muss ich es machen. Das hilft ja nichts. Und ich soll ja nicht so lange überlegen. Ich soll einfach machen, hat man mir gesagt. Ich habe jetzt hier so ein Buch. Das können wir also verbrennen. Und wir sind hungrig, durstig, etwas schläfrig. Schlafen können wir nachts. Das Buch. Also wir können das verbrennen. Folgedessen können wir das ablegen. Das lasse ich mal da. Das legen wir. Da hin zu der Zeitung. Und das wollte ich mitnehmen. Das Rehfleisch, das können wir machen, wenn wir Wasser haben. Wir können ein bisschen von den Riegel da ablegen. Und die packen wir uns ins Regal oder in den Kühlschrank. Die könnten wir doch auch in den Kühlschrank packen, oder? Also das geht jetzt nicht. Dazu müssen wir sie im Inventar haben. Wäre vielleicht sinniger. Oder? Pass mal auf. Sardinen. Tomatensuppe. Die kann nach außen bleiben, meiner Meinung nach. Die Limo auch. Die muss nicht unbedingt in den Kühlschrank. So, wir legen. Das hier. Ich tu mal die noch in den Kühlschrank. Und der hier ist noch gut in Schuss. Den tun wir rein und. Ach komm, das tun wir auch rein. Die noch gut sind, die tun wir rein. Die anderen, die hauen wir einfach irgendwann. Hauen wir uns die rein. Die kaputten Sardinen. Die essen wir bald. Die könnten wir gleich essen. Wir haben ja sowieso ein bisschen Hunger. Würde ich sagen. Okay, so machen wir es. Wir haben hier einen Gefrierschrank. Das
Das tun wir auch rein. Das hilft ein bisschen gegen Durst und führt uns auch noch ein paar Kalorien zu. Passt. So, wie sind wir benannt? Wir sind etwas schläfrig, aber wir sind immer noch überladen. Ich gehe weiter. Wir gehen mal raus. Und ich versuche mal irgendwie hier einen Weg zu finden, der uns nach unten bringt. Ich weiß nicht wo. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Ich glaube von da, aber ursprünglich glaube ich von da hinten. Guck, da ist noch eine Bude. Jetzt bin ich etwas verwirrt. War ich da schon? Nee. Weil den habe ich noch nicht gesehen. Hier können wir nicht rein. Hier haben wir noch eine Metallkiste. Aber wieder kein Ofen. Bin ich schon wieder etwas verwirrt. Ich mache mal Folgendes. Also hier war ich auch noch nicht in der Richtung. Aber ich bin doch... Ich bin von da hinten gekommen, glaube ich. Dann bin ich irgendwo da hinten rum nach da. Hab diese Dinger da gesehen. Wir sind nämlich, dann sind wir nicht hier durchgelatscht, weil ich irgendwie so ein bisschen Richtung dem Fluss runter wollte. Jetzt machen wir aber Folgendes. Es sind schon wieder über 20 Minuten vorbei. Wir machen nochmal eine Pause. Ich würde gerne mal hier irgendwie vielleicht so ein Fotochen machen. So viel Zeit muss sein. Und dann verabschiede ich mich wieder, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Eddie.